Hallo und herzlich willkommen bei Polyglot Reading. Mein Name ist David und heute geht es um meine persönlichen Top 10 der faszinierendsten Bücher, die ich in 2023 auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Jiddisch oder Französisch gelesen habe. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist schon in gewisser Weise eine Mogelpackung, denn es ist gar kein italienisches Original, sondern es ist eine Übersetzung aus dem Serbischen ins Italienische. Das Buch L'ultimo libro von Zoran Živković. Mittlerweile auch auf Deutsch erschienen unter dem Titel Das letzte Buch. Das ist ein Buch für Buchnerds, die etwas abgedrehte Geschichten um alte Bücher, mysteriöse Manuskripte, Antiquariate und experimentelle Erzählformen lieben. Zoran Živković ist jemand vom Fach, der weiß, was er tut. Er war bis 2017 Professor an der Philologischen Fakultät der Universität Belgrad, hat aber schon seit den 80er oder 90er Jahren sehr intensiv als Übersetzer, Herausgeber und eben auch als Autor gearbeitet von Büchern, die eben sehr experimentell sind, die sich sehr stark um ja bücherlastige, buchnerdige Themen drehen. So ist es auch bei diesem Buch hier. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Man kann alle drei Teile unabhängig lesen. Ich würde aber als Einstieg tatsächlich diesen Band empfehlen. Es geht um Folgendes. In einer Buchhandlung sorgt eine Reihe von sehr mysteriösen Todesfällen für Aufregung. Und nun wird ein Inspektor der örtlichen Polizei in diese Ermittlungen hereingezogen, der das näher untersuchen soll. Dieser Inspektor hat interessanterweise auch ein berufliches Vorleben. Er hat auch einen Universitätsabschluss in Literaturwissenschaft und ist deswegen für diese Ermittlungen um einen Buchladen auch besonders geeignet. Und er wird nun hineingezogen in einen Strudel von ganz absurden, aber sehr originellen Vorgängen. Er kommt in Kontakt mit einer bibliomanischen Endzeitsekte, die konspiratorische Treffen in unterirdischen Verliesen hat. Es spielt eine Rolle ein mysteriöser Teeshop, in dem es einen Besitzer gibt, der offensichtlich telepathische Eigenschaften hat. Er wird verwickelt in Ermittlungen auch der nationalen Sicherheitsbehörde. Und es wird von der Handlung her immer mysteriöser und abstruser, aber eine sehr spannende Lektüre auf jeden Fall zu empfehlen. Das zweite Buch auf Italienisch, das ich empfehlen möchte, kann ich euch nicht hier zeigen. Ich habe es auf meinem Kindle gelesen. Ich blende aber das Cover sowohl der italienischen Ausgabe als auch einer deutschen Übersetzung hier oben ein. Es geht um den Roman Venere Privata auf Deutsch. Ein Mädchen aus Mailand von dem halb italienisch, halb ukrainischen Autor Giorgio Scherbanienko. Veröffentlicht ursprünglich im Jahr 1966. Scherbanienko war jemand, der in den 60er Jahren die italienische Krimiszene ziemlich aufgerollt, auch etwas dominiert und revolutioniert hat. Wird auch als der Vater des italienischen Roman Noir bezeichnet. Ist aber dann in den 80er, 90er Jahren ziemlich in Vergessenheit geraten. Jetzt gibt es aber aktuell wieder eine gewisse Renaissance seiner Werke. Der italienische Verlag La Nave di Teseo bemüht sich um Neuausgaben, Neuauflagen seiner Werke. Und im deutschsprachigen Raum gibt es auch wieder Übersetzungen, die beim österreichischen Folio Verlag erhältlich sind. Ein bisschen versteckt, man muss danach suchen. Worum geht es darum? Venere Privata ist der erste Roman von Scherbanienko als Teil einer Serie um einen Ermittler Duca Lamberti. Und in dieser Serie um Duca Lamberti scheut sich Scherbanienko nicht, auch Themen aufzugreifen, in den Mittelpunkt zu stellen, die in den 60er Jahren, gerade in Italien, durchaus noch mindestens kontrovers, wenn nicht sogar Tabuthemen waren. Duca Lamberti ist ein ehemaliger Mediziner, der aber seine Approbation verloren hat, weil er eine Gefängnisstrafe absitzen musste, weil er aktive Sterbehilfe geleistet hat. Deswegen hat er jetzt nun viel Zeit zur Verfügung und wird in Ermittlungen hineingezogen, um das mysteriöse Verschwinden und auch Morde an jungen Frauen, die in die Fänge der damals noch völlig illegalen operierenden Pornoindustrie gelangen. Ein Kriminalroman, der seine 60 Jahre auf dem Buckel hat, dem man dieses Alter aber nicht anmerkt. Der wirkt alles andere als abgelagert oder abgehangen oder veraltet. Es ist ein sehr interessanter Einblick in das auch durchaus sehr widersprüchliche Italien der 60er Jahre, in die großen Unterschiede des Lebens zwischen Stadt und Land,
zwischen den Gewinnern und Verlierern des Wirtschaftswunders und absolut eine Wiederentdeckung wert. Eine noch interessante Randinformation für Freunde von Comics oder Graphic Novels. Am 14. März wird beim Avant Verlag eine als Graphic Novel Version überarbeitete Fassung dieses Romans erscheinen, in einer deutschen Übertragung mit Zeichnungen eines italienischen Graphic Novel Künstlers, der in Italien sehr bekannt ist, in Deutschland weniger. Ich bin sehr gespannt darauf, werde es mir auf jeden Fall besorgen. Vielleicht ist es auch etwas für euch. Nummer 3, wir sind immer noch in Italien. Hat mich sehr beeindruckt, das Werk Marco Valdo von 1963. Ich habe es gelesen als Bestandteil dieser sehr umfassenden Ausgabe beim Mondadori Verlag, an die 1500 Druckseiten mit vielen wichtigen Werken von Calvino. Marco Valdo ist ein aus meiner Sicht für Calvino eher untypisches Werk, weil es wirklich sehr leichtfüßig, kurz und auch sehr leicht zugänglich ist, im Gegensatz zu manchen anderen Werken von Calvino. Es handelt sich bei Marco Valdo um eine Sammlung von 20 Kurzgeschichten, die im Ton ziemlich heiter, manchmal auch gerade zu komisch sind. Aber unter dieser Oberfläche versteckt sich eine sehr subtile Gesellschaftskritik und vor allem eine Kritik an der Entfremdung der Stadtmenschen von der Natur und dem ursprünglichen Leben. Der Protagonist ist Marco Valdo, ein einfacher Arbeiter, der eigentlich aus kleinen ländlichen Verhältnissen stammt, der jetzt aber mit seiner Familie, mit Frau und Kindern in einer nicht genau benannten Industriestadt im Norden Italiens lebt und der sich irgendwie sein kindliches Staunen über die Natur und über die Menschen erhalten hat und jetzt versucht, in der Großstadt Möglichkeiten zu finden, wie er diese Naturerlebnisse seiner Kindheit wieder nacherleben kann und als Bestandteil in sein Leben integrieren kann. Er scheitert damit aber meistens in der Regel auf sehr komische Weise. An einer Bushaltestelle entdeckt er Pilze und hütet die ganz eifersüchtig, versucht sie zu verstecken, zu schützen vor anderen Passanten. Und als er sie dann endlich erntet und seiner Familie zubereitet, führt ihn das letztlich dazu, dass er mit Pilzvergiftung im Krankenhaus landet und dort auch Konkurrenten begegnet, die genau wie er tagelang um diese Pilze an der Bushaltestelle herumgestrichen sind und sie geerntet haben. Er möchte einmal wieder eine lauschige Mondnacht auf einer Parkbank verbringen und versucht das auch umzusetzen. Und diese Nacht wird aber ruiniert durch den Lärm der städtischen Müllabfuhr, durch den Gestank, durch Hupen, durch die blendenden Lichter der Großstadt. Und in diesem leicht ironisch-komischen Ton über das Scheitern von der Suche nach Naturerlebnissen in der Stadt drehen sich diese Geschichten. Ein heiter, melancholisches Werk mit einem zwinkernden und einem tränenden Auge, das man gut an einem lauschigen Sommerabend auf der Terrasse mit einer Flasche leichten italienischen Rotwein genießen kann. Weiter geht's auf Deutsch, diesmal ein Klassiker eines Autors, den ich aber bis 2023 noch nie gelesen hatte. Auch das wieder auf meinem Kindle, deswegen das Cover hier oben. Hans Fallada, Kleiner Mann, was nun? Das ist ein 1932, also ein Jahr vor der Machtergreifung durch die Nazis, veröffentlichter Gesellschaftsroman in der Tradition der sogenannten Neuen Sachlichkeit. Es war aber eine literarische Bewegung in den 20er, 30er Jahren. Erich Kästner wäre ein anderer Name, den man auch mit dieser Bewegung verbinden kann. Themen dieser Bewegung waren die Herausforderung der deutschen Gesellschaft in der Weimarer Republik, gekennzeichnet durch die wirtschaftlichen und psychologischen Folgen des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise, der rasante Aufstieg von Technologie und die Durchdringung von Technologie in viele Bereiche des täglichen Lebens, aber auch die sich immer stärker abzeichnende politische Radikalisierung der Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund das Ringen vor allem der kleinen Leute darum, sich mit diesen Herausforderungen irgendwie zu arrangieren und ein lebenswertes Leben zu gestalten. Damit sind wir auch schon direkt im Kern der Handlung von Kleiner Mann, was nun? Wir begleiten in diesem kleinen Roman die kleine Familie Pinneberg,
Johannes Pinneberg und seine Frau mit dem Spitznamen Men, Lämmchen, die in dieser Zeit eine Familie gründen, ihren ersten Sohn bekommen, der den Spitznamen Murkel trägt. Man merkt an den Namen schon Lämmchen, Murkel. Es schwingt auch da so ein heiter, ironischer Ton des nicht ganz ernst gemeinten, des Augenzwinkerns mit, der aber eben schwebt über einer doch sehr ernsthaften Botschaft. Wir versuchen also in dieser Situation der schwierigen 30er Jahre eine Familie zu gründen, irgendwie über die Runden zu kommen. Und wir erleben hautnah mit, welche Schwierigkeiten das bereitet. Allein schon irgendwo ein kleines Zimmer in irgendeinem Hinterhof einer Fabrik zu bekommen, in dem man einigermaßen menschenwürdig leben kann, sich durch Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten und letztlich ganz praktisch regelmäßig Essen in den Topf zu bekommen und vielleicht einmal in der Woche auch ein Stück Fleisch auf den Tisch. Und ja, über all diesen Herausforderungen sich nicht die Lebensfreude und zumindest einen Hauch von Optimismus nehmen zu lassen. Ein sehr realistischer Blick in den deutschen Alltag des kleinen Mannes in dieser, ja, für die deutsche Geschichte sehr entscheidenden Zeit kurz vor der Machtergreifung durch die Nazis. Nummer 5 ist Jeremias Gotthelf. Und das war für mich wirklich eine sehr große Überraschung. Ich hatte bisher um Jeremias Gotthelf immer einen sehr großen Bogen gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte vor ungefähr 30 Jahren, also zu einer Zeit, als die meisten Booktuber noch gar nicht geboren waren, einmal irgendeine Erzählung von Gotthelf gelesen, ich weiß gar nicht mehr welche, und hatte ihn für mich abgestempelt als einen bräsig behäbigen, überaus langweiligen und unangenehm frömmelnden Autor, der fade Geschichten über die ländliche Schweizer Bergbauernidylle schreibt und hatte deswegen nie wieder etwas von ihm gelesen. Jetzt kam mir aber antiquarisch beim Stöbern, mehr oder weniger durch Zufall, diese sehr schöne Ausgabe, 2 Bände seiner Erzählungen und Kalendergeschichten unter die Finger, 2 Dünndruckbände zusammen, 1300 Seiten für, ich glaube, 15 Euro, da konnte ich nicht widerstehen und habe gedacht, ich gebe ihm eine zweite Chance und ich war wirklich, wirklich positiv überrascht. Ja, ich habe auch diese etwas langweilig bräsigen Geschichten gefunden, aber auch einige Erzählungen oder Novellen, die ich wirklich für bemerkenswert und lesenswert halte. Und als Beispiel möchte ich hier die Novelle Die schwarze Spinne herausgreifen, weil sie mich wirklich beeindruckt hat und weil das auch eine der Novellen ist, die auch in Übersetzung in Italienisch, in Englisch und Französisch verfügbar ist. In der schwarzen Spinne geht es erstmal um eine Rahmenhandlung. Da geht es um eine Taufe in einem kleinen Schweizer Ort. Also wir sind schon in dieser Schweizer Bergortsidylle vordergründig. Anlässlich dieser Taufe kommt in der Taufgesellschaft die neugierige Frage auf, was für eine Bewandtnis hat es denn eigentlich mit diesem seltsamen Stück Holz, das da in die Struktur des Hauses eingebaut ist, das so überhaupt nicht da hineinzupassen scheint. Sieht sehr seltsam aus, Jahrhunderte älter als das eigentliche Haus. Und dann beginnt der Großvater des Täuflings die Legende, um dieses Stück Holz zu erzählen. Denn in diesem Stück Holz ist der Legende nach das personifizierte Böse in Form einer schwarzen Spinne gefangen. Und sowohl die Familie des Hauses als auch der ganze Ort sind nur sicher, solange dieses Stück Holz sicher aufbewahrt und sozusagen eingemauert ist in das Haus. Und dann beginnt die eigentlich ihre interne Geschichte, die dann beschrieben wird, nochmal in 2 verschiedenen Ebenen geteilt. Vor langer, langer Zeit war die Dorfgemeinschaft dieses Ortes vor eine große Herausforderung gestellt. Es gab einen sehr tyrannischen örtlichen Schlossherrn, der sie geknechtet hat, auch mit quasi unerfüllbaren Ansprüchen an Arbeiten, die sie für ihn leisten sollen. Und in einer ganz verzweifelten Situation hat diese Dorfgemeinschaft sich dazu hinreißen lassen, einen Pakt zu schließen mit einer mysteriösen Gestalt, einem wilden Jäger, also einer Verkleidung des Teufels, der ihn zugesichert hat, ihn über diese Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, die unlösbar scheinende Aufgabe für sie zu lösen. Als Gegenzug möchte er das nächste Kind, das im Dorf geboren wird, erhalten, bevor es getauft wird. Und
ihrer Verzweiflung lässt sich diese Dorfgemeinschaft diesen Handel ein. Der wilde Jäger oder Teufel steht zu seinem Wort, die Aufgabe wird erledigt. Aber als es dann daran kommt, dass die Dorfgemeinschaft ihren Teil des Deals erfüllen soll, zuckt sie zurück, will das nicht tun. Und dann als Strafe, um das doch zu erpressen, wird das Dorf von einer schwarzen Spinne und ihrer Nachkommenschaft heimgesucht, heimtückisch überrollt, und sowohl Vieh als auch Mensch, denen diese Spinne begegnet, werden von ihr auf grausame Weise zu Tode gebracht. Und hier zeigt sich für mich Gotthelf wirklich als ein Meister auch des Unheimlichen und Schauerlichen, ohne eine zu vordergründige Effekthascherei. Also das Beunruhigende, das Verstörende, das schafft er hier sehr gut darzustellen. Das erinnert an Strecken fast an andere Meister dieses Fachs wie H.P. Lovecraft. Und über dieses Schauerliche und Verstörende hinaus ist er auch ein sehr präziser Beobachter und Beschreiber dessen, was macht individuelle und auch vor allem kollektive Schuld mit Menschen, mit so einer Dorfgemeinschaft? Wie verändert diese kollektive Schuld das Verhalten der Einzelnen und der gesamten Dorfgemeinschaft untereinander? Wie wirkt sich das auf die Struktur und die Beziehung aus? Und auch die Verschachtelung von der Rahmenhandlung und der Binnenerzählung, wie das verzahnt ist, ist aus meiner Sicht hier wirklich gelungen gemacht. Eine Novelle, die in Erinnerung bleibt und die wirklich Lust macht, mehr von diesem bisher von mir sträflich vernachlässigten Schweizer Autor zu lesen, auch wenn es zugegebenermaßen einige Dinge gibt, ja, vielleicht nicht ganz so lesenswert sind. Aber es lohnt sich, da mal reinzuschnuppern. Gehen wir über zu Englisch. Ich habe zugegebenermaßen ein wirkliches Faible für viktorianische Literatur. Ich glaube, dass ich da schon einige Autoren kenne, einen guten Überblick habe, aber ich habe in diesem Jahr einen Autor entdeckt, von dem ich bisher auch noch gar nichts gehört oder gelesen hatte, und zwar George Meredith, den Roman The Egoist, auf Deutsch auch als Der Egoist bekannt. Ja, man sieht hier kein Cover, es ist eine schöne antiquarische Ausgabe von den Oxford World Classics, die ich in einem Antiquariat in Münster für, ich glaube, 4 oder 5 Euro erstehen konnte. Das war eben tatsächlich mein erstes, aber ganz sicherlich nicht mein letztes Buch von George Meredith. In aller Kürze geht es hier um die Geschichte eines selbstverliebten Egoisten, wie er im Buche steht. Um einen englischen Edelmann namens Sir Willoughby Patterne und seine Heiratsversuche. Von seiner ersten Braut wurde er sitzen gelassen, das hat sein Ego ungemein gekränkt und nun bemüht er sich, eine weitere Beziehung wirklich dingfest zu machen. Und er steht da aber zwischen mindestens 2 Frauen. Auf der einen Seite gibt es da in dem Ort, in dem er lebt, eine sentimentale junge Frau namens Letitia Dale, die ihn schon seit ihren Jugendjahren abgöttisch verehrt und ja, blindlings zugetan ist, ohne seine Schwächen zu sehen, zumindest anfangs. Und auf der anderen Seite eine viel willensstärkere, charakterstärkere junge Frau namens Clara Middleton, Tochter eines pensionierten Landgeistlichen, der diese Heirat seiner Tochter vor allem aus wirtschaftlichen Gründen sehr stark wünscht und auch aus meiner Sicht sehr niederträchtigen egoistischen Gründen. Er ist als Landgeistlicher in Pension nicht wirklich mit umfangreichen finanziellen Gütern ausgestattet. Er hat aber eine Schwäche für edle Weine, für alten Portwein, und sein Schwiegersohn in Spe hat nur mal einen exzellent sortierten Weinkeller, und das ist für ihn auch Grund genug, seine Tochter auch zu dieser Heirat zu drängen. Die Handlung entwickelt sich dann vor allem um die mit der Zeit immer verzweifelter werdenden Versuche von Clara, sich auf dieser erstmal bestürzt in jugendlichem Überschwang eingegangene Verlobung mit Sir Willoughby Patterne wieder zu lösen, weil sie sehr schnell seinen brutalen Egoismus und Narzissmus erkennen, auch die unmenschliche Art, wie er mit Menschen umgeht, die etwas anderes tun, als ihm Honig ums Maul zu schmieren und ihn zu Bauch pinseln. Diese Art von Egoismus verabscheut sie zunehmend und will sich lösen. Und neben den sehr differenzierten Charakterstudien bietet der Roman auch ein aus meiner Sicht sehr erschütterndes Bild, wie unfrei Frauen in der
viktorianischen Gesellschaft waren, weil sie letztlich wie eine Sache, wie ein Ding zwischen Vätern und Ehemännern gehandelt werden können oder konnten, nur um ihre eigenen egoistischen Motive zu befriedigen. Also in mancher Hinsicht etwas verstörend, aufrüttelnd und auf jeden Fall ein lesenswerter Roman, der mir wirklich Appetit auf mehr von George Meredith gemacht hat. Das Englisch ist für Non-Native Speakers ein bisschen schwieriger, als ich es bisher von viktorianischen Autoren gewohnt bin. Meredith neigt schon dazu, gerade wenn er so abstrakte Erörterungen macht, sich in sehr komplexen, verschachtelten Satzstrukturen zu verlieren. Nicht ganz so wie bei Marcel Proust, wo sich ein Satz auch mal über zwei Seiten erstrecken kann, aber schon etwas herausfordernd und manchmal auch etwas abseitiges Vokabular. Also da geht es selbst für den gewieften Englischlesern nicht ganz ohne ein Wörterbuch. Das lohnt aber den Aufwand auf jeden Fall. Ist ja auch im Zeitalter der Online-Wörterbücher nicht mehr so zeitaufwendig, Dinge nachzuschlagen. Das nächste englische Buch ist von Thomas Hardy, Jude the Obscure, auf Deutsch unter verschiedenen Titeln veröffentlicht, wie Judah der Unberühmte oder wie auch der Film Herzen in Aufruhr oder Im Dunkeln. Habe ich hier auch in einer sehr schönen antiquarischen Ausgabe aus den 20er Jahren, von 1913, sehr schön mit diesen dekorativen Prägungen, wie man es in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Das ist ein zugegebenermaßen etwas düsterer Roman über einen bildungsbeflissenen jungen Steinmetz, der sich aus seinem Bildungshunger heraus autodidaktisch, aber eben leider sehr unsystematisch bildet, alte Sprachen lernt, Griechisch und Latein und die antiken Klassiker liest, das, was man eben damals für den obligatorischen Bildungskanon hielt. Und er wiegt sich in der Illusion, dass diese autodidaktische Ausbildung ihm ermöglicht, den Aufstieg in die Schicht der Gebildeten zu schaffen und auch an dem Diskurs der Gebildeten teilzunehmen. Und er scheitert aber mit Pauken und Trompeten an dieser standesbewussten und elitären Gesellschaft, die ihn nicht nur nicht ernst nimmt, sondern ihn letztlich in den absoluten Ruin treibt, in den er auch seine ganze Familie mitreißt. Das ist eine flammende Anklageschrift von Hardy an die Exklusivität der englischen Gesellschaft und hier exklusiv im wahrsten Sinne des Wortes, also im Sinne von andere ausschließend, die eben nicht durch Glück der Geburt oder durch Geld zu dieser Schicht von Anna hereingehören. Eine Anklage an dieses dünkelhafte Bildungsbürgertum, snobistisch mit der Stiff Upper Lip und nichts für sentimentale Gemüter oder schwache Nerven, aber für Liebhaber der viktorianischen Literatur ganz sicher ein Must-Read. Kommen wir zu Jiddisch. Da möchte ich das Buch von Katja Molodowski vorstellen, von Lublin bis New York. Man sieht hier leider nicht viel. Das ist eine sozusagen als Book-on-Demand-Reprint erstellter Nachdruck des jiddischen Originals. Das bietet, man sollte es schon richtig rumhalten, aber das bietet der Jiddisch Book Center in den USA an, dass man von den mittlerweile gemeinfreien Werken jiddischer Autoren dort solche Reprints bestellen kann. Es gibt eine englische Übersetzung, das Cover blende ich hier ein. Auf Deutsch ist dieser Roman, dieses Werk bisher leider nicht verfügbar. Das Buch habe ich auch in meinem Video zum University Tag schon kurz vorgestellt, verlinke ich auch hier oben, wenn es interessiert. Katja Molodowski gilt als eine der bedeutendsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Es gibt von ihr deswegen sehr viele Gedichte. Sie hat aber nur wenig Prosa publiziert und von Lublin bis New York ist sicherlich ihr bekanntestes Prosawerk. Das ist ein fiktives Tagebuch einer ca. 20 Jahre alten polnischen Jüdin, die im Dezember 1939 aus dem gerade von Nazis besetzten Polen flüchtet, zu Verwandten nach New York und die nun in diesem Tagebuch in sehr eindrücklicher, aber auch einfacher Sprache ihre Versuche beschreibt, in dieser amerikanischen Gesellschaft Fuß zu fassen und irgendwie heimisch zu werden. Es geht also erst einmal um ganz
einfache alltägliche Szenen, wie sie beginnt, bei Onkel, Tante, Cousin und Cousine zu wohnen und zu leben, ihre Befremdung über diese so ganz anders lebende jüdische Verwandtschaft, die viel stärker an einen weltlichen, westlichen Lebensstil assimiliert ist, empfinden, dass die amerikanische Gesellschaft in vielen Teilen oberflächlicher ist, als sie das von Polen her kennt. Ihre angestrengten Versuche, Englisch zu lernen, was ihr überhaupt nicht leicht fällt. Und parallel dazu, wie sie verarbeitet, was sie regelmäßig an Schreckensnachrichten erhält aus ihrer alten Heimat Polen, aus Europa und ihre Sorge um ihre Verwandten und Freunde, die dort geblieben sind. Sehr bewegend, leider nie auf Deutsch erschienen, aber eben auf Jiddisch und auf Englisch zugänglich. Ich werde zu diesem Buch am Donnerstag, den 1. Februar, auch mein erstes Video auf Jiddisch online stellen, in dem ich dieses Buch etwas näher vorstelle. Wer sich für Jiddisch interessiert, den kann ich einfach nur einladen, sich das mal anzuschauen. Möchte an der Stelle einfach auch mal eine Lanze brechen, dafür sich mit dieser faszinierenden Sprache etwas auseinandersetzen, vielleicht es mal zu wagen, sie zu lernen. Das ist sprachlich unsere nächste Verwandte. Das ist unter den westgermanischen Sprachen die Sprache, die dem Deutschen am nächsten verwandt ist. Wir haben gemeinsame Wurzeln im Mittelhochdeutsch des 12. Jahrhunderts. Das Jiddische hat dann noch 40% Vokabular aus slawischen Sprachen und aus Hebräisch und Aramäisch übernommen, ist aber eben dadurch eine der am einfachsten für Deutsche zu lernenden Fremdsprachen, wenn man diese Hürde genommen hat, dass es mit hebräischen Schriftzeichen geschrieben wird. Und das eröffnet uns Zugang zu einer Literatur, die in unserer Mitte, in Deutschland oder eben auch in Osteuropa zum Teil entstanden ist, die uns, eben obwohl sie mitten unter uns entstanden ist, aber zu großen Teilen verschlossen bleibt, weil vieles davon nie auf Deutsch übersetzt wurde und wahrscheinlich auch nie auf Deutsch übersetzt werden wird, weil es einfach keine Lobby mehr gibt für die jiddischsprachigen Autoren, von denen ein größter Teil eben auch durch den Holocaust ausgelöscht, vernichtet wurde. Kommen wir zur letzten Sprache, Französisch. Aktuell noch meine schwächste Sprache, deswegen lese ich da immer das französische Original, in der Regel auf dem Kindle, weil ich da ein Online-Wörterbuch nutzen kann, aber parallel dazu eine deutsche Ausgabe. Das erste Buch auf Französisch, das ich vorstellen möchte, ist Le Grand Moln von Alain Fournier, auf Deutsch unterschieden als Der große Moln. Hier zum Beispiel in einer Ausgabe aus der Bibliothek Suhrkamp. Gibt mittlerweile auch noch eine neuere Übersetzung. Dieser Roman ist 1913 erschienen und es ist der einzige vollständig erhaltene Roman dieses leider schon mit 27 Jahren im Ersten Weltkrieg gefallenen französischen Autors. Das ist der Versuch, aus der Erinnerung heraus eine entscheidende Phase aus der Kindheit und Jugend des Protagonisten zu rekonstruieren. Erzählt wird aus der Perspektive des 13-jährigen François Sorel, der ist Sohn eines Dorfschullehrers und sein Leben nimmt eine neue Wendung, als in die Schule ein neuer Mitschüler aufgenommen wird. Augustin Moln, aber nur der große Moln genannt, weil er ein bisschen älter ist, ein bisschen größer, aber vor allem, weil er auch einfach etwas mutiger ist und abenteuerlustiger ist als seine Mitschüler. Und dieser große Moln unternimmt eines Tages eine unerlaubte Exkursion und verirrt sich dabei und gelangt durch Zufall auf ein etwas mysteriöses Schloss, auf dem gerade die Vorbereitungen für eine Hochzeitsfeier im Gange sind. Es soll die Hochzeit des auch noch sehr jugendlichen Sohnes dieses Schlossbesitzers gefeiert werden. Und das Ganze soll stattfinden als ein Maskenball, als ein Kostümfest für vor allem Kinder und Jugendliche. Und Moln wird erst einmal in diese Vorbereitungsstrudel hineingezogen und dann kommt es aber zu einer Katastrophe. Die Hochzeit kann nicht stattfinden, das Kostümfest platzt, weil die Braut nicht erscheint. Moln kommt dann auf weiteren Irrfahrten wieder zurück in die Dorfschule und ist aber so angesteckt und begeistert von dem, was er dort erlebt hat, dass er den Protagonisten François Sorel mit dieser Begeisterung infiziert. Und
Sie möchten wieder zu diesem Schloss und zu den Menschen, die Maul dort kennengelernt hat. Und es scheitert aber daran, dass Maul überhaupt nicht mehr weiß, wie er dorthin gekommen ist. Und jetzt versuchen die beiden auf verschiedenen Wegen akribisch zu rekonstruieren, welchen Weg Maul genommen haben könnte und wo dieses Schloss liegen könnte. Und das verwickelt sich und ist sehr schwierig. Und zu guter Letzt löst sich durch Zufall auf, um welches Schloss es sich handelt und welche Geschichte hinter dieser geplatzten Hochzeit steckt. Und die Realität stellt sich dann aber überraschend anders dar als das, was Maulen in Erinnerung hatte und was er François Sorel beschrieben hat und was die beiden sich in ihren Tagträumereien über dieses Schloss und seine Bewohner zusammenspintisiert haben. Ein schönes kleines Werk über frühe Leidenschaft, über den Zauber der Kindheit, über die Macht der Erinnerungen, ein bisschen erinnernd an den Roman eines Kindes von Pierre Loti, zu dem ich auch ein Video schon gemacht habe, das ich hier verlinke. Und auch dieses Werk ist oft und ich glaube zu Recht bezeichnet worden als ein wichtiger Vorläufer für dieses monumentale Erinnerungswerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Also ein kleiner, aber wichtiger Meilenstein der französischen Literaturgeschichte. Damit sind wir schon beim letzten Buch angelangt. Noch einmal ein französisches Buch. Auch hier parallel französischer Text, frei verfügbar auf Gutenberg, auf dem Kindle zu lesen. Eine schöne deutsche Ausgabe aus dem Themis und Winkler Verlag aus den 50er oder 60er Jahren. Mon Oncle Benjamin, oder auf Deutsch Mein Onkel Benjamin, erschien auf Deutsch sowohl hier in dieser Übersetzung beim Winkler Verlag, es gibt auch eine Ausgabe beim Manesse Verlag, sind beide gut lesbar, aus meiner Sicht schöne Übersetzungen. Und hier haben wir eine etwas kuriose Situation, dass dieser kleine Sittenroman oder Schelmenroman beim deutschen Lesepublikum sich ungebrochen einer gewissen Beliebtheit erfreut und immer mal wieder übersetzt und herausgegeben wird. In der Heimat des Autors in Frankreich aber nahezu unbekannt und wirklich absolut vergessen ist. Es gab das letzte Mal, glaube ich, 1930 eine Ausgabe eines größeren Verlages, danach nur noch von Luxusverlagen, ganz, ganz kleine, limitierte Editionen in winzigen Stückzahlen zu exorbitanten Preisen. Also nicht wirklich bekannt in Frankreich, was sehr erstaunlich ist. Und keine Ahnung, woran es liegt. Was für Töne dieser Roman anschlägt, die so besonders den deutschen Leser anspricht. Zur groben Handlung, nur in Kürze. Es ist die in einem sehr heiteren Ton geschriebene Geschichte des etwas verschrobenen Junggesellen Onkel Benjamin, eigentlich der Großonkel des Erzählers, der bei der Familie seiner Schwester lebt, also bei der Großmutter des Erzählers. So ein echter, antiquiert deutsch würde man sagen, Hagestolz. Also jemand, der sich etwas tatsächlich auf seinen Junggesellenstand einbildet und den auch nicht verlassen möchte. Er liebt guten Wein, geistreiche Gespräche, ist auch nicht abgeneigt, sich auf eine kleine Liebschaft oder Techtelmechtel mit der hübschen Gastwirtin aus dem Ort einzulassen. Aber der mit vielen Raffinessen und Tricks versucht, sich allen Anläufen seiner Schwester zu entziehen, die das Anliegen hat, ihn mit der Tochter des Arztes eines Nachbarorts zu verkuppeln. Und da wird er außergewöhnlich kreativ und einfallsreich, wie er diesen Versuchen entgeht und sie demontiert und unterläuft. Keine hohe Literatur über existenzielle Menschheitsfragen, aber eine unterhaltsame, leichtfüßige Lektüre zum Schmunzeln für einen verträumten Sommernachmittag in der Hängematte mit einer Flasche französischem Cidre. So, das war's für heute. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn ihr zu diesen Autoren oder Büchern Fragen, Anregungen, Widerspruch, Kritik habt, lasst es mich gerne wissen. Für die Fremdsprachenaffinen unter euch habe ich dieses Video auch auf Italienisch und auf Englisch produziert, mit teilweise etwas anders gesetzten Akzenten. Wenn euch das interessiert, schaut auch gerne mal da rein. Verlinke ich auch hier oben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.